So. Wolke hat getrost zugehört, wie ich gelabert habe. Ich habe hier jetzt viele Häkchen oder drei Häkchen. Unglück im Unglück findet alter Tom. Ah ja, das mit der Holzpuppe hier, ne? Ja, die können wir mal abgeben und dann zeige ich dir, wo der Koriadin steckt. Ich glaube, ich werde die Ausdauer meines Drachen trainieren müssen. Ich finde das mega geil, wenn der in die Geschwindigkeit reingeht. Weißt du, was ich meine? Wie schnell die dann sind. Ah, da hinten müssen wir es abgeben. Alles klar. Ich sollte diese schmutzigen Ratten mit meinem Krückstock die Zähne ausschlagen. Seht euch nur diese Bissspuren an. Irgendwie ist die Schützerei zum größten Teil noch heil. Ein alter Mann wie ich hat nicht viel Geld, aber vielleicht interessiert euch das hier. Es ist eine Scherbe, die mein Freund und ich gefunden haben, als wir jung waren. Ich weiß nicht, was sie ist oder woraus sie besteht, aber da ihr Osirer seid und Mächte habt, die andere Leute nicht haben, könnt ihr vielleicht das Geheimnis der Scherbe lüften. Ich bin Level 16. Bin noch Level 15. Müsste es gerade gekommen sein, gell? Ja, so. Weiß gar nicht. Dann packe ich mal mein Ding hier Vorhin, wo ich die eine aus. Quest dann abgeschlossen hatte. Ah, schade. Ich kann gerade meinen Beutel nicht auspacken. Kampfgeist Reitersattel. Machen wir mal das Drachengehege auf. Ach, einen Sattel haben wir schon. Brauchst du einen Sattel zufällig? Hat doch einen. Okay. Ich hab hier irgendwelches Zeug, Ja, ich habe auch einen Scheiß dabei, das ist unglaublich. Hä, theoretisch müsste ich genug Platz im Inventar haben mittlerweile. Ich verkaufe mal. Ich habe 8000 Gold übrigens, sehe ich gerade. Weiß nicht, was ich hier mit den Sachen machen soll. Wir haben doch vorhin Kapok-Wolle gefarmt. Und irgendwo kann ich die denn jetzt verarbeiten? Und vor allem wie nochmal genau? Das sind plötzlich Felder, die habe ich vorhin nicht Kann gesehen. es dir nicht sagen. Ich tue gerade alles einfach verkaufen. Egal was ich Gut. habe, ich verkaufe es komplett. Also da muss ich sagen, das ist so ein bisschen gerade nachteilig von dem Spiel. Das sind zwar ellenlange Texte, aber manche Sachen werden doch noch nicht richtig erklärt. So, ich habe jetzt alles verkauft. Ich habe kaum noch was im Inventar jetzt. So. Kann ich mir irgendwelche coole Rüstung kaufen? Nö, gell? Okay, was habe ich denn jetzt bekommen? Ich habe verfeinerten Mischgriff bekommen. Ich habe Gulias Feder bekommen. Ich habe eine Rezeptur bekommen. Ich habe Kupferblock bekommen. Itempreis 102 Gold. Boah, ich habe 20.000 Gold, gell? 20.000? Ja. Was zur Hölle machst du? Ich habe gerade meinen Inventar verkauft. Das habe ich das erste Mal komplett gemacht. Ich könnte auch hier für 708... Warte mal, wenn ich... Jetzt habe ich 21.000 Gold. 21.000, also ich hatte 9.000. Aber ich... Warum ich echt, Ich was weiß du gar in nicht, deinem was ich mit... Inventar hast. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Gold anfangen soll. Ach, ich habe dieses 9000 Gold-Ding verkauft. Scheiße, das wollte ich doch gar nicht verkaufen. Gib's zurück. Mist. Ich Ja, hab die dich geblockt, ne, Skurrilexen. aber... Ich habe die Skurrilexens verkauft, die hat 12.000 gebracht. Die wollte ich doch aufheben, weil man davon 200 sammeln muss. Ich habe 12 Stück davon und die bringen insgesamt 12.000, also eine bringt 1.000. Ach so, ja, ne, ich hab davon auch 12 Stück.
Ja, die bringen so, ja, die verkaufe ich aber nicht. Das war ein aus Versehen gerade. Ich graf echt nicht, was ich hier machen soll an den. Oder na hier, guck mal! Du klickst einfach da unten auf Starten. Dank. Was? Ja, ich klicke hier einfach auf Starten und dann passiert nichts. Na hast du, guck mal, du hast da oben vier Felder, hast ist da eins von dem was drin? Nee. Und dann hast du das rote Rohstoff dafür gar nicht. Nein, aber ich glaube, wir brauchen auch diese Rezepte, die wir von Zeit zu Zeit finden. Ich glaube, die müssen wir aufheben, weil wir die dafür brauchen. Ach so, die verkaufe ich die ganze Zeit. Ja, ich nehme ich auch, aber ich glaube, die... Nee, egal. Warte. Du kannst ja dein Zeug, was du verkauft hast, zurückkaufen, gell? Ich kaufe das mal kurz zurück und dann gucke ich mal, ob ich das irgendwie benutzen kann. Level 15 Waffenschmied. Aber ich bin doch Level 15. Dein Waffenschmied aber nicht. Dein Waffenschmied müsste jetzt auf Level 2 sein. Ne, Level 3 bin ich schon. Das heißt, ich muss Erze finden und dann Waffen schmieden, oder was? Huh. Genau so an mir. Na dann. Folge mir, Wolke. Aber du kannst ja nicht fliegen, gell? Ich kann nur gleiten. Aber warte. Dann geh mal vors Tor. Ja, warte mal. Ich weiß nämlich gerade nicht, wo du bist. Ach ja. Nee, warte, warte. Warte, pass auf. Ich muss mal kurz hier rein. Dann... Oder du kommst mal mit. Komm mal mit. So, ich zeig dir jetzt mal was. So, wie habe ich das vorhin gemacht? Genau. So. Ja, du kannst gleiten. Ja, na, von jetzt habe ich hier einen guten Gleitpunkt. Du musst mir nur sagen, wo ich hin muss. Siehst du die große Butter? Siehst du die große Butterstatue? Von da aus, wo du gerade losgekleidet bist? Ich habe jetzt keine Butterstatue gesehen. Guck mal kurz auf die Map, wo ich stehe. Toll, genau gegenüber gedient. Da musst du hin. Hier war noch gerade. Ich hoffe, ich sterbe nicht, wenn ich jetzt hier runterspringe. Ich habe mich genau oben auf die Statue auf den Kopf gestellt. Über die Brücke muss ich ja gut darüber gleiten. Kann ich hier jetzt nicht mehr. Ich hau mal Nebelschweine durch kaputt schon mal. Ah, das habe ich ja gar nicht die mehr. Map, die Quest wollte ich gerade sagen, habe ich gar nicht mehr. Ja, ich auch nicht. Was ist das denn? Talsummerkäfer. Sieht aus wie eine 3 Meter lange Heuschrecke. Ein Griffin von... Ach, hier ist er ja schon. So, ich zeig dir aber mal den... Was müssen wir jetzt eigentlich hier killen? Ach, hier! Diese komische Riesenblume, die muss ich... Ach, jetzt verstehe ich langsam hier. Was verstehst du? Hä? Wenn ich jetzt praktisch einmal angreife, also einmal links klicke, ja, dann kommt zum Beispiel, dass ich Bomben schieße. Wenn ich dann ein zweites Mal klicke, kommt, dass der Gegner durch den Schuss einen Rückschuss erfährt. Habe ich dir doch vorhin erzählt. Das heißt, du hast gesagt, du weißt nicht genau, wie du das machen musst. Ja, ich habe dir gesagt, dass du mit jedem Linksklick mehr eine andere Fähigkeit freischaltest. Und die du dann je nachdem benutzen kannst. Bei mir ist das halt vernichtender Schlag und auch wegdrücken war es, glaube ich, und sowas. Ach, siehst du, die Griffins muss ich auch durchsuchen. Ich brauche die glänzenden Augen von denen. Klingt auch brutal, ist aber so. Okay, jetzt brauche ich glänzende Augen von Griffins, ja. Das ist meine Aufgabe jetzt.
Ich gebe dir mal den kleinen Attributstein. Ich brauche den jetzt nicht so. So, noch ein Griffin töten, dann habe ich es geschafft. Uah, komm her. Jetzt kann ich, hier Koradiens Medizin, da unten ist ein Fragezeichen. Ja genau, das ist der Typ in der Hütte da oben. Genau da, wo du bist, da ist eine Hütte. Ah. Da müsst ihr da echt drinnen sitzen, soweit ich das weiß. Quest annehmen. Ich komme auch gerade mal. Fledermausfleisch, alles klar. Also gut, ich muss Fledermäuse killen. Oh, ich habe neue Drachen entdeckt. Was sind das? Unumherstreifender Lotusdrache. Ah, den hole ich mir. Vor allem jetzt, wo ich einen Drachen in der Ausbildung habe, könnte ich mir doch jetzt wieder einfangen, oder? Ja, klar. Genau das. Du kannst insgesamt kannst du 4 Drachen haben. Oder du bist Level 40 oder? Zwei in dem Hort. Mit Level 40 kannst du dir, glaube ich, so noch einen Platz freischalten oder irgend sowas in der Richtung. Das heißt, 2 in dem Hort und 2 so leicht dabei. Wolke! Wolke! Schatz! 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 Guck mal deinen Drachen an! Schatz, guck dir meinen Drachen an! Warte. Mache ich gleich Spazi. Ui, schicki, Mickey. Schicki Mickey, ja ungefähr so sieht's auch aus. Ja, wo hast du das Haus gefunden von dem Typen? Und was steht hier eigentlich für ein Riesendrache oben drauf? Guck mal, was hier für Riesendrachen stehen. Wo denn? Ich sehe gerade keine Riesendrachen. Weiß nicht, wo du jetzt schon wieder hingerannt bist. Ach, das sind Fliegen. Ach, das sind die von den Wächtern. Ja, ich wollte gerade sagen. Kannst du nicht zählen. Ich dachte jetzt schon, na geil. Ja, ne, ich dachte auch, ich gerade auch gerade so, wow. Und dann so, willst du da auch so einen holen oder darf ich sie töten? Ja, lass uns sie töten. Bitch, bitch, please. So. Ist so typisch. Wir holen uns den einzigsten und dann töten wir sie, damit kein anderes ihn bekommt. Bisschen voll das rabiate Paar, ey. Einfach alles umbringen, was in der Gegend ist, steht. Egal wie schön es einfach aussieht. Füreinander geschaffen. Brauchst du Leichtkampfstiefel? Nee. Bring mir nichts. Habe ich die jetzt gegeben? Ach so, diese F6 ist wahrscheinlich so ein Zufallsprinzip. Also du kannst es dir nicht direkt nehmen. Du hast entweder das Zufallsprinzip oder das geben. Aber du hast nicht direkt nehmen. Ja, irgendwie. Wahrscheinlich. Scherenschussklinge. Die brauchst du. Die, kannst du mir die Scherenschussklinge wiedergeben? Habe ich, die jetzt genommen? Oh, ja gut, ich gebe es dir wieder. Ich hatte F6 gedrückt, aber erzähl mir mal, wo du das Haus gefunden hast. Ich finde es nämlich gerade nicht mehr wieder. Ja, warte. Na hier, direkt geradeaus hier. Ach ja, ja klar. Nimm mal das. Wer stört mich in meiner Ruhe? Clownstaub. Oh, ihr seid es, Osira. Und ihr wollt eine Medizin? Dafür brauche ich aber noch eine Zutat, die ihr mir von den hissigen Fledermäusen gewinnt. Bringt etwas Fledermausfleisch und ich stelle die Medizin für euch her. Natürlich, machen wir noch. 5 Fledermausfleisch, hast du die schon oder was? Ja, die habe ich gerade gesammelt. Die fliegen aber auch beschissen hier durch die Gegend, die Dinger. Ja. Oh, die hat sogar einen Kristall dabei gehabt. Ich mache mal Bedarf. Also bei, dann können wir ja bei Kristallsplittern mal Bedarf machen und dann ist es immer so ein Zufallsprinzip, wer den kriegt. Ach, da wird dann gewürfelt oder sowas. Ja genau, und dann, das ist halt, das steht ja auch Gier darunter. Da steht dann halt im Chat, kannst du gucken, steht dann halt deine Gier, die du hattest. Und so größer deine Gier war, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass du das Ding bekommst. Klingt zwar ein bisschen rabiat, die Gier, aber so ist es halt. So, ich habe 3 Fledermausfleisch.
So. Oh cool, du bringst die gerade um, Alter, hier. Die Fledermäuse, das finde ich nett von dir. Hätte man, hätte man doch die Schweinequest annehmen können. Ja, ne, ich habe gerade die Griffon-Dinger kaputt gemacht. Eigentlich, hauptsächlich. Hast du die Quest auch, oder was? Ja. Dass du die Augen sammeln musst? Ich muss jetzt... Nee, erstmal Clownstaub. Jetzt muss ich Sommerkäferkristalle holen. Ach so, du hast... Ich weiß jetzt nicht, ob ich die jetzt von den Teilsommerkäfern hier bekomme. Ja, genau, von denen kriegst du die. Jetzt habt ihr etwas von der Medizin, aber das wird lange noch nicht reichen. Ich schlage vor, ich mache mich gleich mehr davon. Allerdings ist mein Vorrat an Zutaten nun aufgebraucht. Meine Medizin basiert zwar auf dem Fledermausfleisch, aber das ist natürlich nicht alles. Glücklicherweise gibt es die fehlenden Zutaten alle hier in der näheren Umgebung. Jagt mir ein paar Griffons und Talsommerkäfer, wenn ihr sie erlegt habt, könnt ihr Griffon, Klauenstaub und Sommerkäferkristalle aus ihren Kadavern gewinnen. Klingt irgendwie, das Spiel ist mega rabiat, merkst du das eigentlich? Ja. Alle 3 Sekunden muss irgendeinem Tier was aus dem Kadaver rausreißen. Nutzt bei diesem Spiel noch am meisten zu. Huah! Komm mal her! So, zack, 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 zack. So, da ist noch ein Griffon. So, ich hab 2. So, hey, mehr kann ich jetzt... Mehr kann ich jetzt mit dem Typen hier gar nicht machen, hä? Ne, jetzt hast du die Medizin und dann musst du nachher mit mir... Aber warte bitte auf mich. Musst du wieder zurück zu dem Typen und gibst ihm die Medizin ab. Du musst... Das ist ja der Vorteil, wenn man die Texte sich durchliest, ne? Naja. Ein bisschen zu schnell. Ich brauche jetzt nämlich noch die 3 Käfer. Die habe ich noch nicht. Natürlich gibt der Käfer auch kein Zeug ab. Solltest du also gerade in der unglücklichen Lage sein, einen Käfer vor dir zu haben, bring ihn einfach um. Hier laufen so viele von diesen Viechern rum. Ich sehe gerade nur 2. Die ich beide getötet habe jetzt. Noch irgendwo einer? Das war's bei mir. Ich habe nur 2 gefunden. Ach, da bei dir sind welche. Ui. Yeah. So, sehr schön. Aber ich brauche immer noch einen. Boah, was war das denn für ein Feuerpfeil? Das Skill von mir. Drachenatem heißt das. So. Großartig, damit kann ich mehr Medizin erstellen. Ein guter Vorrat kann nie schaden. Gut, das war's. Geh mal zurück. Ja, echt, 2 Sekunden. Ich fliege auf meinem neuen Drachen. Boah, ich habe gerade hier eine fette Drachenrüstung gefunden. Apropos Drachenrüstung, siehst du, ich wollte noch meinen Sattel anlegen. Oh, die ist besser als meine jetzige. Oh, geil. Ja, bei mir ist es egal, weil ich habe so viele, ich habe ja 3 Drachen, deswegen tue ich auch einfach. Ja, aber das hilft natürlich im Kampf. Und die sieht meiner Meinung nach noch viel geiler aus als die. Ja, du hast ja 3 Drachen, das heißt, du musst doch alle 3 Drachen ausrüsten, ne? Naja, aber da rüste ich lieber meinen Gleitdrachen aus, weil ich den als Hauptangriffsdrachen, sag ich mal so, nehme. Und, steckt dann die Zierrüstung. Ach, alles klar. Alle? Ja. Ach, weißt du was? Ich fange mir jetzt auch so einen schnellen und schieb den dann auf Erzsuche und so. Ihr könnt eure Drachenskill-Kenntnisse in einer höheren Lerneffekt erreichen. Dabei
Ja, genau das habe ich gemacht. Ah, ich kann da nichts machen, ich habe keine Kampfskill-XP. Mit dem habe ich noch keine Kampfskill-XP. Ne, ich habe das in dem Drachenhort gemacht. Da ging das irgendwie. Du hast den einfach was gekauft, oder was? Alter, guck mal zum Himmel. Himmel? Hast den riesen untoten Drachen gesehen? Achso, ja, der ist... Den kann man auch fangen, gell? Quatsch, echt? Ich hab gestern einen gesehen, der mit so einem Vieh durch die Gegend geflogen ist. Das ist natürlich mega krass. Was, im Drachenhort hast du gesagt? Im Drachenhort... Na, Drachennest. So, da packen wir jetzt hier den schnellen Drachen rein. Wisst du, kommst du hier und dann sind irgendwelche Viecher mitgebracht. So, der geht mir jetzt mal... Euchen. Der geht auf die Jagd. Und wie trainierst du das jetzt? Weil ich habe keine... So. Macht er das jetzt mal? Hackfleisch, eine Stunde. Gibt plus 20 Hackfleisch hinzufügen. Ich hoffe, der macht das jetzt. Na, ich bin auf zum Drachennest. Hab einen Drachen reingezogen, dann auf Vorgänge. Was auf wo ist? Der sucht jetzt wirklich dreimal Hackfleisch, na ne, egal. Wo ist ein Vorgänge? Na, du kommst ja rein und bist auf der Drachen-Info. Da gehst du auf den Reiter, eins da drunter und dann bist du bei Vorgänge. Drachen-Info. Was für ein Reiter gehe ich dann? Ach hier, Vorgänge. Vorgänge. Ach ja, klar, ja. Und da suchst du dir das habe ich ja vorhin auch gemacht. Ja, dann mach... Ach du hast Skill-Ausbildung gemacht, oder wie? Genau, bei meinem Eintrachen. Und bei meinem Aschfelsen-Drachen. Bei meinem Dornrücken habe ich jetzt dreimal Hackfleisch reingepackt. Das heißt, der sammelt mir jetzt insgesamt 60 Mal Hackfleisch. Daraus mache ich mir dann schöne Tränke. Er hat es so oft gemacht, wie es ging. Ja, du kannst es halt, ich glaube, 5 Mal hintereinander kannst du es einfügen. Du kannst jetzt ihm sagen, sammel mir erst Hackfleisch, dann sammel mir was anderes. Weißt du? Ich hab den jetzt fünfmal Skill-Erfahrung gebracht. Einmal einschüchtern und viermal Trainingserfahrung. Er ist in 3,5 Stunden fertig, nee, in 4 Stunden fertig damit. Ja, ich hab da 5 Stunden für Wiederbelebung eingestellt und... Und der tut jetzt für mich... Erze sammeln. Was ist denn bitte Trainingserfahrung beim Ärzte sammeln? Damit er besser Ärzte sammelt oder was? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe mir jetzt 5-mal Ärzte sammeln, 5-mal Trainingserfahrung. Ich glaube, er sammelt normal Ärzte, du kannst ihn aber auch darauf trainieren, dass er schneller Ärzte sammelt, weißt du wie? Habe ich jetzt gemacht einfach mal. Und mein grün, mein... Der ist jetzt schon Drachen-Info. Ich habe jetzt hier einen Zweihandhammer. Muss ich den das, was der geholt hat, muss ich den das auch irgendwie abnehmen noch, oder? Keine Ahnung, glaube nicht. Was hat denn deine jetzige Waffe für einen Angriff? Moment. Ich werde mal ganz kurz gucken. Was habe ich denen sammeln geschickt? Erze, gell? Ja. Ja, irgendwie hat er mir ja nichts gesammelt. Hä, bin ich blöd? Ja.
Vielleicht ist er noch nicht fertig. Nee, aber ich habe ja schon was Neues für ihn. Warte mal. Du kannst, wie gesagt, 50.000 Sachen hintereinander reinklatschen. Ich habe jetzt 5-mal Einschüchtern genommen bei dem. Ja, kannst du ja machen, und? Ja, also theoretisch gesehen müsste er das andere schon fertig gemacht haben. Nein, das kommt wie in so eine Warteschleife. Ja, aber ich habe doch 5-mal Einschüchtern jetzt. Das heißt, er müsste ja logischerweise den Vorgang davor schon beendet haben. Das hätte ich ja nicht 5-mal Einschüchtern machen können. Das heißt, er muss ja irgendwie Drachentraining, Feldtraining, Drachennestlager. Ach, guck mal, der muss auf Drachennestlager, der lagert das in sein Drachennest. Güter in den Rucksack verlegen. Okay. Der hat ah, das ist geil, der hat ja übelst viel Zeug gesammelt, ey. Ah, cool. 69 Drachenwaren in den Rucksack verlegt. Lol. 59 meine ich. Und 20 mal unverfeinertes Erz. Ist doch geil. Na, das klingt doch sehr gut. Das kann ich jetzt verfeinern. Also, das tue ich jetzt gerade in der Schmiede verfeinern. Und du damit. Jetzt bin ich schon Level 4. Level 5? Ey, das geht ja übelst schnell, Alter. Level 6? Ah, geht nicht mehr, schade. Das ist ja lustig. Und jetzt habe ich... Ich habe noch 2 unverfeinerte Erze und habe... Felsen hergestellt. Ich habe, glaube ich, habe ich Felsen hergestellt, ja. Was mache ich jetzt mit Felsen? Wie gesagt, das kannst halt eben in diesen Hand, in diesen, in diesen was? Handwerksdinger, die wir vorhin ja gelernt haben, eigentlich. Ja, geht. Das ist ja schon das Fertiggemachte. Nee, den Stein kannst du weiter verwenden. Ach, Materialveredelung. Was ist das denn? Kruste. Starten. Achso, Quatsch. Rüstungsschmied, Alchemie, Koch, Feinschmied. Schreiner. Aber ich kann die Steine, die ich jetzt hergestellt habe, nicht nochmal verwenden. Oder sind das die Schriftrollen, die einem dann erlauben, die Steine später verwenden zu dürfen? Ja, ich glaube, dafür brauchst du dann halt eben diese Schriftrollen. Alter, wo habe ich denn die ganzen Schuhe her? Ich habe Lordschuhe, ich habe verfolgte Leichtkampfstiefel, ich habe Schwarzeifen-Militärstiefel, ich habe... Leichtspitzen Speerstiefel. Scheren Schussklinge habe ich noch. Die gibt's, Moment. 230 bis 280 Schaden. Warte. Ist für Level 11 ist die. Was hat sie gesagt? 230 bis 280 Schaden. Angriffsreichweite ja. 25. Magischer Schaden 190 bis 240. Nee, ist schlechter, kannst du verkaufen. Okay. So.
Alter, guck mal diesen riesen Drachen, der gerade neben mir steht. Ich finde diesen mega riesen Drachen, der da am Himmel fliegt, einfach mal mega genial. Ich sehe ihn gerade nicht, aber ich weiß, welchen du meinst. Ja, Boten des Urschattenfestes. Alter, nimm mal die Quest von der Alten hier an, das ist ja mal übelst heftig. Wie viel Geld du dafür bekommst, wenn du das erledigst. So. Mal gleich mal schauen, wo ich jetzt hin muss. Findet Kriegsdornpriester Percy. Ey, wollen wir an der Quest mitmachen? Die gibt 2000 Gold und 2500 Erfahrung. Was hast du gesagt? Was war die Quest? Wir sollen Priester Percy finden. Der muss unten bei der dritten Quest sein. Ich weiß, wo die ist. Da war ich schon mal mit meinen anderen Account. Ja, die... Warte. Die hab ich auch. Aber... Und ich muss nach einem Himmelsdrachenritter suchen irgendwie. Genau, pass auf. Ich muss... Besiegt Irkrie Mandodit, tötet Oredo Pion, tötet Plünderer Galika. Genau die Quests habe ich auch alle. Nur das mit dem Drachen habe ich irgendwie nicht. Was für ein Drachen? Ich habe noch zwei unabgeschlossene Quests, die tue ich gerade schnell abgeben. Ich habe hier... Das mit dem Einsiedler Koridian habe ich zum Beispiel auch noch, das muss ich auch noch abgeben. Ja, die muss ich auch abgeben. Und dann habe ich hier noch das... Ah, wunderbar. Ich mache mich gleich an die Herstellung der Medizin. Das sollte reichen. Boom wird nach etwas Zeit zum Erholen brauchen. Aber das wird schon wieder. Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe mit dem Honiglampenblumen einen weiteren Ohrring hergestellt und hoffe, ihr nehmt ihn als Geschenk an. Oh, macht euch keine Sorge um Carter und Boom. Ich bleibe bei ihnen. Sehr schön. Ist auch schön, dass ich hier von Atupia-Angreifern angegriffen werde, während ich mit den Leuten hier rede. Wo musst du das nochmal abgeben? Bei dem Friedhof, wo wir die Leute getötet haben. Da ist ja dieses Holzhaus gewesen. Da musst du abgeben. Ah, ist schon Ewigkeiten her, dass ich so viel Spaß bei einem RPG hatte. Das muss man echt mal sagen. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir zu zweit spielen. Ich wollte gerade sagen, das macht wahrscheinlich auch nochmal einen wesentlichen Teil. Das ist Koreans Medizin? Toll, hab Dank. Und hat gleich noch eine Quest für mich. Ah ne, das sind die anderen beiden, okay. Ja, wir müssen den Zombie-Bürgermeister killen, den müssen wir machen. Aber da müssen wir eh durch, das ist doof, weil da geht's dann zu dem Quest, wo wir hinwollen. Und da können wir vielleicht in dieser Aufnahme noch den zweiten Superdrachen killen. Ich hab hier gerade Grabhüter Carter. Seid ihr Grabhüter hier, bla bla, kleine Blödes, bla bla. Boom. Jetzt kann ich hier irgendeinen anderen Kack, jetzt hab ich hier schon wieder irgendwelche Quests angenommen, oh Gott, Hilfe. Hä, gerade hast du das noch nicht gemacht mit dem Carter Grabhüter? Nee, das ist mir irgendwie... Aber... Hä? Ich hab schon wieder... Was ist denn jetzt diese blöde... Hütte? Ich finde diese blöde Hütte nicht. Na, das ist doch die Hütte. Aber nicht abgeben. Das ist doch die Hütte, wo der tote Geist drin sitzt, oder? Ja. Ja, das ist die Hütte. Was für ein Quest willst du abgeben? Hä? Aber ich hatte bei diesem Kater-Ding... Oder... Nicht Kater-Ding... Ich komme komplett durcheinander. Ja, du redest auch übelst das wirre Zeug. Wenn du mir einfach mal sagen würdest, wie dein scheiß Quest heißt, dann könnte ich dir auch sagen... Ja, ich weiß es gerade nicht mehr, warte. Du weißt nicht, wie dein Quest heißt.
stand ich gerade die ganze Zeit und so einen Mist. Warte. Also liebe Zuschauer, merkt schon, der Wolke, der ist auf dem Höchstpunkt seiner Intelligenz heute angekommen, gerade. Er ist gerade vollkommen raus. Macht der Gewohnheit, zähmt diese Woche 5 Drachen. So viel hier. Was hast denn du für Quests? So ein Quest habe ich gar nicht. 5 Drachen. Doch, das sind Tagesquest und Wochenquest und Monatsquest und... Hab ich nicht. Keine Ahnung, wo du die Quests hast, aber ich hab's noch nicht. Auf O musst du mal drauf drücken. Auf O? Okay. Ach, ich... Keine Ahnung, ich hab die Quest jetzt irgendwie... Also ich muss jetzt Carters kleine Kiste habe ich hier, dann muss ich 6 Mondscheingras, 3 Osteriak-Federn Öl holen. Ja, dann mach das mal so lange. Ja. Das habe ich nämlich alles schon getan, dann tue ich mich in der Zeit noch ein bisschen hochleveln. Ich habe schon den 4. oder 5. Drachensplitter gerade gefunden. Übelst geil. So, Obstirak, Obstirak, komm her. Ich glaube, ich mache mal noch dass mal ich diese Bossquests. Dass sich diese Rattenviecher immer mit einmischen müssen. Oh, das ist der große Drache. Ah, der Drache ist natürlich nicht so groß, wie er da im Himmel schwebt. Ne? Also nicht, dass du glaubst, du hast dann so einen Riesendrachen. Oh! Oh, ich hatte Obstira Königin hier. Echt? Ich komme. Ach, brauchst du nicht. Kill jetzt hier. So, und sogar einen Attributstein gefunden, das ist doch geil. Ja, sieht voll gut aus, was du hier tust. Siehst du das? Ich komme nicht. Ja, ich hätte jetzt gekillt. Ich komme und halb's den Ruhm ein. Ja, ja. Warte, komm her. Ich geb dir. Transaktion. Weißt du, was du mich jetzt bekommen hättest? Ich bin mal so frei und gib's dir. Ich bin mal so frei und gib's dir wieder. Hä? Kann ich dir das nur im Bündel geben oder was? Ach Scheiße. Sorry, das war jetzt echt nicht so geplant. Aber erstmal hast du hier, guck mal, den brauchst du noch. Geht auch nicht, Scheiße. Was hätte ich denn bekommen? 3 Skurril-Exenzen hättest du bekommen. Oh, die habe ich auch bekommen. Hast du? Ja. Ah, dann hättest du wahrscheinlich 6 alleine bekommen. Ja, sorry, trotzdem. Kann sein. War jetzt, ich dachte, naja, okay. Gut, dann hat sich der Handel erledigt. Aber ich habe hier gerade Mondscheingras gefunden. Ich wollte auch gerade was von diesen Blumen geben, aber die kann ich dir anscheinend auch nicht geben, weil es Questgegenstände sind. Ja, das ist... Ich habe doch hier gerade Mondscheingras eingesammelt, warum... Warte mal, wie kann ich diese Wolle von den Schafen hier, gell? Kann ich die verarbeiten zu irgendwas? Ja, das ist eben genau der Punkt, was ich meine. Das haben wir ja praktisch gelernt. Ja, aber bei was? Bei dem Ledergerben oder was? Das weiß ich eben auch nicht. Was ist das denn hier? Mein Rucksack blinkt wie wild. Hab ich das noch? Hab ich das noch? Hab ich das noch? Hab ich das? Wenn er wie wild blinkt, dann ist er entweder voll oder du musst mal auf K drücken. Ja, auf K ist nichts. Der sagt mir, ich habe irgendwelche 3 neuen Gegenstände im Rucksack, aber ich hab nichts im Rucksack. Doch, das sind die 3 neuen Gegenstände, die du gerade von der Bosskönigin bekommen hast. Die habe ich auch bekommen. Das ist einmal die 3 Essenzen gewesen und dann noch 2 Dinge. Wo waren die Schafe jetzt? Ich finde die Schafe... Ach doch, ich bin drüber. Okay. Ich kill mal ein paar Schafe und guck mal, ob es funktioniert. Wenn du eh gerade zu tun hast, dann... bleibt mir nichts anderes übrig. So... Okay, das konnte ich jetzt nicht. So, jetzt erstmal verkaufen hier. Verkaufen.
kann man hier alles. Keine Ahnung mehr. Ich finde viel zu viel Müll. So. Oh, guck dir mal den Silberdrachen. Alter, komm mal hierher. Guck mal, wie geil der Drache aussieht. Den Warte, die Alte hat. Ja, ich bin hier gerade. Oh, ich will den auch haben. Das ist so ein blauer, schimmernder Drache. Übelst genial. Okay, ich bin... Ich habe hier immer noch Coradens Medizin. Ich verstehe es nicht. Oh, ich habe hier einen Haufen. Wow. Das sieht echt geil aus. Gell? Ich habe einen Haufen Scheiße im Inventar. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Also ich schau gerade, ob ich irgendwie... Ich hab anscheinend gar keine Items. Ach guck mal hier. Meister Feinschmied. Den habe ich ja noch gar nicht gefunden. Ach, hast du den gesehen gehabt? Hier hinten ist so eine blaue Frauenanzug, die kann auch schmieden. Dankeschön. Achso, ja. Die habe ich noch gar nicht die gesehen. Die hatte ich gefunden. Fein. Feinschmied, ja. Irgendwas. Aber es bringt mir trotzdem nichts, ich kann trotzdem nichts machen. Das haben jetzt ein paar XP gebracht und sonst nichts. Delikatesse, füttere das Volk. Nein, ich will mit Tantchen reden. Genau, Nebelschweine. So. So. Na komm her, los. Wenn du Stress willst, kriegst du Stress. Wie bist du mit deinem Quest? Ich habe 3 Mondscheingräser und 2 Ossirak Öldings. Okay. Gleich 3. Ich mache jetzt mal das Nebelschwein-Quest, was ich vorher nicht gemacht habe. Mach mal. Öffentliches Event. Hä, wo ist es hin? Ich hab's getötet, aber es ist weg. So. Hey, die Nebelschweine verschwinden sofort, wenn ich sie töte. Ach, deswegen wahrscheinlich Nebelschweine. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Du kleines... Ja. Also wenn du die tötest, du kriegst das Fleisch zwar, aber die verschwinden sofort. Auch nicht schlecht. Und da habe ich wieder einen Drachensplitter bekommen. Frag mich, ob es hier vielleicht irgendwo einen Boss-Criven gibt.
Gute Frage. Also bis jetzt gab es von allen irgendwie Bossviecher. Ja, deswegen suche ich gerade. So, 4 von 6 Mondscheingras. Aber sieht nicht so aus. Ja, aber noch 5 von 6. So, 6 von 6. Was hat das mit Carters kleiner Kiste hier auf sich? Die musst du suchen, die steht bei den Ruinen, bei den kaputten. Eigentlich, wenn du aus dem Ausgang rauskommst, einfach nur geradeaus laufen, dann müsstest du eigentlich finden. Ach, da wo der, dieser Mausgegner war? Ja, dann dagegen ist noch eine Ruine, die musst du versuchen. Also nicht die, wo der Mausgegner war, sondern eine kaputte Ruine. Also eine richtige Ruine halt, ne? Boah, ich finde die einen Drachen später nach dem anderen, ey. Die findest du jetzt irgendwie recht häufig, gell? Scheint wohl doch nicht so wichtig zu sein, aber sind sehen halt cool aus, ne? Ja, okay, die Nebelschweine verschwinden da wirklich sofort. Das Lustige ist, ich bleibe einfach hier drüben, hole mir jetzt übelst viele von diesen Nebelschweinen, dann gehe ich rüber, weil wenn man die Quest immer wieder machen kann und du das Nebelschweinfleisch ja eh in deinem Inventar hast, weißt du wie? Das heißt auf Deutsch, wir können die Quest, wir müssen die Quest nicht mal richtig annehmen, sondern wir können ja einfach nur killen und dann irgendwann gehen wir dahin und sagen, ja gut, ich habe das Zeug im Inventar, dann mache ich die Quest halt mal schnell und kannst sie halt gleich vor Ort erledigen. Ist halt auch ziemlich geil sowas. Das heißt, du musst die Quest gar nicht annehmen, sondern du... Was? Ja, was für eine... Was für eine richtig verrottete Ruine meinst du? Na, geh mal dahin, wo der Mausgegner war. Und da müsste innerhalb von ganz... innerhalb deiner Sichtweite müsste... Boah, sind hier viele Schnäbelschweine. Innerhalb deiner Sichtweite müsste da noch eine Ruine stehen. Die aber nicht mehr ganz richtig steht, also. Der Mausgegner. Gute Frage, wo war der Mausgegner nochmal? Ja gut, wenn du das nicht weißt, ach, dann... Ja, da ja, müsste... ich hab ihn gefunden. Und auf der Map müsste eigentlich ein gelber Punkt sein, wo symbolisiert wird. Dass da, dass du richtig bist. Graustahl-Zauberrad. Ich glaube, ich habe ein Schild gefunden. So, hier ist jetzt bei der Stürmbrunnenbombe. Ja, ich habe ein Schild gefunden. Hier ist wie so eine Startrampe. Wie viel habe ich denn jetzt von dem Fleisch? Ich bin echt blöd hier. Ich weiß es nicht. Nebelschwein. Lollig. Ich weiß echt nicht, was für eine Ruine du meinst. Ach so. Und wo ist jetzt das Nebelschweinfleisch, was ich die ganze Zeit bekomme? Ach, sonst geben die Viecher... Ach so. Okay, du musst die Quest doch annehmen. Bei dem Quest dann kriegst du, normalerweise kriegst du von den Nebelschweinen Essenskrümel und wenn du die Quest hast, dann fängst du die Nebelschweine lebendig. Deswegen sind die auch weggegangen, die Viecher, weißt du wie? So. Du fängst die lebendig in Käfigen ein. Frank, ich weiß nicht, was für eine scheiß Ruine du meinst. Und ich habe ein neues Quest entdeckt. Danke, dass ihr die Schweine schön, ja, ich komme gleich zu dir, keine Angst. Ah, jetzt. Ah, hier. Mensch.
Das musst du erst mal sehen, du. So, ich schau mal, was das für ein neues Quest ist, was ich gerade gefunden habe. Zack, in die Haustür reingeflogen. Himmelsdrachenritter. Ihr wisst nicht, was ihr machen sollt, ich verstehe. Nur Assyrer verstehen Assyrer-Probleme. Hä? Skillverbesserung. So sieht aus. Als hättet ihr schon ein paar Schlacht. Ach, so sieht aus. Ach ne, da fehlt ein I. Okay. Und gewonnen. Und nun wollt ihr eure Fähigkeiten verbessern? Nun, das Kämpfen ist ein Teil des Lebens. Es ist also ganz natürlich, dass ihr aber besser werden wollt. Wenn ihr interessiert seid, könnt ihr auf meinen Panzerhimmelsdrachen zur Hauptstadt von Altira reiten und nach einem Boss, dem dortigen Drachentransportmeister, suchen. Er wird euch weiterhelfen. Okay. Und Himmelshammer auf Luft versammelt. Krieger! Auratia befindet sich in der Krise. Folgt uns aufs Schlachtfeld und besiegt die Seelenschlinger-Armee. Ich kann euch nicht sämtliche Details geben. Ihr solltet für alles Weitere den Schlachtherold der Säule der Prophezeiung im Hauptquartier vom Himmelshammer aufsuchen. Alter, es gibt ein paar Belohnungen jetzt für die Quests, ey, das ist heftig. Alles so 1500 Gold oder so. Wo ist denn hier bitte südöstlich? Das habe ich hier... das ist das Gegenteil von nordwestlich. Wenn ihr das weiterhilft. Aha. Wollt nur helfen. Ich soll jetzt hier... Also, erstes Nebelschwein, zweites Nebelschwein, schade, wenn man nicht jedes Mal hierher springen müsste, wäre das viel einfacher. Wenn man sich, was es sich 50 Nebelschweine fangen könnte und dann loslaufen könnte. Ich glaube, genau aus diesem Grund haben sie es nicht so gemacht. Tü. So. Habe jetzt die ganze Menge neue Quests bekommen, also zwei Stück. Oh, jetzt habe ich auch ganz schön viel Zeug hier bekommen von der Königin, ey. Mein lieber Mandor. Hast du nochmal Blatt gemacht oder was? Ja. Ich habe jetzt 18 Skurri-Essenzen insgesamt. Tollpatsch, Alchemie, gebraucht. Also habe ich dir vorhin doch nichts weggenommen, weil du hast gerade wieder nur 3 Stück bekommen. Ja. Na, dann bin ich ja zufrieden. Baum hat aber nicht alles verschüttet. Aber hier in der Nähe soll noch ein Rest davon liegen. Seht euch, sieht es jemand hier oben. In der Nähe des offenen Grabes. Abu, Abu. Was ist auf das Grab? Leute, ich habe keine Ahnung von offenem Grab hier. Ach. Ach. Offenes Grab, na alles klar. Dieses komisch aufgebrochene, hässlich aussehende. Alles klar. Ja, ich verbessere jetzt einfach mal meine ganzen Braufähigkeiten und sowas, wenn ich gerade wenig zu tun habe. Ich habe schon wieder nicht genügend Platz. Dann habe ich halt mal die Hose gewechselt. Weil man, das ist ja so eine typische Reflexreaktion, wenn man nicht genug Platz in der Hose hat, dann wechselt man einfach die Hose und tut die Hose, die voll ist, dann woanders hinlegen. Ist doch ein offenes Grab. Warum habe ich hier keine komische Essenz? Hallo? Ach, die Quest ist mir zu anstrengend hier. Ja. Verstehe ich nicht. Hier irgendwo soll ich Duraldo drin. Ich habe jetzt schon keine Ahnung, wie lange in diesem einen Gebiet hier rum.
Na, ich bin ja schon längst fertig, ich warte nur auf dich. Aber wäre auch langweilig, wär auch langweilig, wenn du so ein Gebiet mit ein paar Minuten fertig hast, oder? Ich denke mal, so viele Gebiete wird es nicht geben. So ist es. Auch vorhin war mir das so cool angezeigt, wo ich hin muss, wegen den Quest-Dingern und so. Warum ist das jetzt nicht mehr so? Ja, bei manchen ist es angezeigt, bei manchen nicht. Es soll halt nicht zu einfach werden, ne? Oh! Ich habe schon wieder ein Rezept gefunden. Für Stab mit Ringmuster. Irgendwie finde ich die Rezepte jetzt mega geil. Jetzt wo ich weiß, dass ich so wertvoll bin. Ich weiß halt nicht, ob man die wirklich braucht und da. Ich denke schon, weil du dann neue Waffen freischaltest, die du sonst nicht hast. Vor allen Dingen will ich jetzt gerade nichts mehr wegschmeißen, weil ja jetzt irgendwie alles doch was bringt. Die ganzen Lederwaren und so will ich jetzt alle verarbeiten. So, na gut. Ich wäre für eine kleine Aufnahmepause. Wärst du? Jupp. Okay. Dann komme ich mal zur Stadt zurück. Mach noch schnell mein Zeug fertig und dann. Dieses Ortswechselding kannst du nur jede Stunde anwenden. Wie jetzt, ne? Weiß nicht, bei mir steht aber was mit 43, noch was. Orts. Riechst du, whatever. Weißt du, was ich meine? Nein, eigentlich nicht. Na, dieser Zauber, dass du dich in den Ort zurück teleportieren kannst. Der ist bei mir erst in 42 Minuten wieder aktivierbar. Okay. So. Ich kann ja mal gucken, wo wir warten können. Uns dann hinstellen. Oh, fuck! Ui, ich dachte schon, ich sterbe jetzt. How can I help? Was machst du denn? Ich bin gerade aus der Luft gefallen, ich dachte, ich sterbe dabei. Ah. Okay, weiter. Achso, muss ich verkaufen. Die Kapokwolle zum Beispiel. Das Hackfleisch. Jetzt kann ich herstellen. Du, Frank. Ja. Ja. Dauert das noch lange bei dir jetzt? Nee, ist gleich fertig. So, das war's schon. Gut, wo bist du? Hier oben bei dem Seelenzauberer. Ja, hallöchen. Ja, und damit bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Es war uns eine Ehre. Wir haben wunderschöne Klamotten mittlerweile an. Und beim nächsten Mal verstehen wir vielleicht auch die Drachenhandwerkskunst. Und bis dahin, tschüss. Tschüss.